Herzlich willkommen zu diesem Adventsmoment. Heute aus der Evangelischen Christuskirche in Zülpich. Mein Name ist Patrick Kisselmann und ich freue mich, Sie heute mit auf ein Gedankenexperiment mitzunehmen, welches ja passend zum Advent irgendwie reinpasst. Vielleicht. Kennen Sie Leute, die in der Adventszeit von 0 auf 100 direkt in Weihnachtsstimmung gelangen? Ende November die Herbstdeko beiseite werfen, das volle Programm auffahren, die Krippe aufbauen, den Baum schmücken und natürlich die Weihnachtslieder hören? Für dieses Gedankenexperiment müssen wir leider unsere schöne Christuskirche verlassen. Aber ich nehme Sie mit auf den Weg und ja, lassen Sie sich überraschen, wo es jetzt hingeht zu diesem Experiment. Wir sehen hier noch kurz ein bisschen unsere kleine, schöne, nette Kirchengemeinde und wir werden jetzt die Räumlichkeit wechseln und ein anderes Zimmer aufsuchen. Ich bin ganz gespannt. Es wird ja, ein heißer Gedanke, von daher. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Auf dem Weg, unterwegs, in ein neues Zimmer, wie ich gesagt habe. Adventskalender, eine Tür öffnet sich. Willkommen in meinem Schlafzimmer. Ich mache nur einen kleinen Ausschnitt. Ich setze mich lieber hier in die gemütliche Leseecke oder unsere gemütliche Couch und mache weiter. Ich erzähle jetzt davon, worauf ich hinaus wollte. Ein Gedankenexperiment. Im Schlafzimmer. Ja, Advent ist vielleicht wie guter Sex. Vielleicht wo war ich denn in der Kirche eben stehen geblieben? Ach ja. Gibt es eine Steigerung vom ersten Advent bis zum Heiligen Abend? Und dann komme ich auf den Punkt, warum ich hier immer im Schlafzimmer gelandet bin. Haben die Leute auch so Sex? Hose aus, rein, raus, Zigarette danach, fertig? Auf wirklich Großes, auf was Besonderes, da bereitet man sich doch vor. Beim Sex nennt man das Vorspiel. Und da heißt es erstmal, Erotik ist das, was man nicht sieht. Küssen, streicheln, durch die Haare fahren, aufknöpfen ist wichtig. Genau wie etwas ins Ohr hauchen, über den Rücken streichen oder, naja gut, ihr wisst es vielleicht selbst. Das alles ist noch Vorspiel. Und seien wir ehrlich, manchmal ist auch das das Beste. Auf jeden Fall ist es Vorbereitung für das, was kommt. Für den Höhepunkt. Der Advent ist das Vorspiel von Weihnachten. Auch da ist es erstmal das, was man nicht sieht. Noch kein Baum, noch keine voll besetzte Krippe. Wir erarbeiten uns den Weg nach Weihnachten Kerze für Kerze am Adventskranz. Tag für Tag, indem wir ein Türchen öffnen, nähern wir uns dem Heiligabend, so wie ein Liebhaber beim Vorspiel mit jedem Kuss über den Hals nach unten wandern. Ein Vorspiel lebt von Konzentration. Du checkst dabei nicht eben mal deine WhatsApp-Nachrichten oder liest andere Nachrichten. Und wenn du im Kopf eigentlich wo ganz anders bist, dann wird es nicht gut. Advent heißt immer mehr im Moment sein, in Vorbereitung auf den großen Moment. Wir hauchen Zeilen leise vor uns hin. Wie soll ich dich empfangen? Und wie begegne ich dir? Du aller Welt Verlangen, o meiner
Seele ziehe. Advent heißt immer leidenschaftlicher werden für das, was an Weihnachten passiert. Am Ende heißt es dann, siehe, dein König kommt zu dir. Aber das ist dann doch ganz anders als beim Sex. Dieser König kommt, um zu bleiben. Und man muss ihm kein Frühstück machen. Und vielleicht ist er darin doch ähnlich einem Menschen, den du liebst. Er trägt sein Licht in die dunkelsten Ecken deines Herzens, wenn du ihn lässt. Ich habe einen kleinen Text im Gesangbuch gefunden, den ich gerne noch vorlesen möchte. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält auch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. In diesem Sinne warten wir noch ein bisschen auf den Höhepunkt und genießen das Vorspiel bis Weihnachten. Eine gesegnete Adventszeit. Einen schönen Abend noch. Bis bald.